Hallo liebe YouTuber und Bachelor-Thesis-Schreiberinnen. Heute geht es wieder um das Thema Bachelor-Thesis und um Bewertungskriterien, um meine persönlichen Bewertungskriterien. Wenn Sie bei einem anderen betreuenden Professor schreiben, sprechen Sie mit ihm, nur er kennt seine Bewertungskriterien, er wird oder sie wird Ihnen die Bewertungskriterien kommunizieren, ähnlich wie ich das hier mache. Wir haben uns in dieser YouTube-Serie Bachelor-Thesis und Bewertungsgrundsätze oder Ansätze schon über Verschiedenes unterhalten, über typische Kardinalfehler, die Thesis-Schreiberinnen gerne machen. Was ist als Aspekt zu betrachten bei der Einführung? Es ist 13 Uhr. Als Einführungsaspekt, was ist wichtig für die Bewertung der Einführung? Die dritte Folge hat sich auseinandergesetzt mit den Aspekten, die bewertet werden, bei der Grundlage, die ist ja in der Thesisarbeit auch dargelegt. Ich habe Ihnen zu all diesen schon gefertigten Videos die URLs abgekürzt hier eingetragen, werde das auch noch in der Beschreibung tun. Heute geht es um die eigentliche Bearbeitung des Thesisthemas. Es ist also die vierte Folge in dieser Serie. Dann sind noch offen Nummer 5, Schluss deiner Thesis. Sechstens, was gibt's an formalen Aspekten zu beachten? Siebtens, die Präsentation der Thesis, mit der sich natürlich auch noch Punkte erzielen lassen. Und schon längere Zeit verfügbar sind die Folgen 8 und 9 der Serie. Ich bezeichne mal Folge 8 als Zusammenfassung. Die Kunst, eine Thesis zu schreiben, ist früher schon mal aus dem Bedarf heraus entstanden, dass Thesisschreiberinnen dort mehr Informationen haben wollten. Ich habe das zusammengefasst. Die URL für diese Zusammenfassung, die Kunst, eine Thesis zu schreiben, sehen Sie hier, wird auch in der Beschreibung auftauchen. Und die Nummer 9 ist auch veröffentlicht, Thesis Kaizen und Kanban. Hier geht es um den Zusammenhang zwischen den Führungsmethoden, diesen Führungsmethoden und einer Thesis. Was man dort für einen Zusammenhang herstellen kann, können Sie bei diesem Video in Augenschein nehmen. Legen wir mal los mit dem Punkt 1 zur eigentlichen Bearbeitung des Thesisthemas. Aus analytischer Arbeit wird kreativ-konstruktive Arbeit. Was heißt das? Naja, die Arbeiten rund um die Grundlagen sind im Wesentlichen analytischer Natur. Mit Hilfe der recherchierten Quellen gibt es primär die Sachlage darzustellen. Konnte bei der analytischen Arbeit im Zusammenhang mit den Grundlagen praktisch noch alles in den Quellen recherchiert werden, so wird die konstruktive Arbeit schwieriger, kann man feststellen. Schwieriger als kreativer Part der Arbeit müssen Sie nun die Lösung in der Regel förmlich konstruieren, gewissermaßen regelrecht entdecken, weil es die Lösung vielleicht nicht mehr zum direkten, simplen Nachlesen in bekannten Quellen gibt. Warum? Würde Ihr Betreuer das simpel und einfach jetzt schon in bekannten Quellen nachlesen können, müsste er die Thesisarbeit gar nicht vergeben. Er müsste nur simpel und einfach nachlesen. Also so einfach ist es nicht. Die Arbeit wird also im Rahmen der Thesis nun konstruktiver und Sie werden kreativer werden müssen. Sonst bleibt die Arbeit, so ist es zu befürchten, zu dünn. Zweitens, jetzt kommt es darauf, wenn man sich ans Schreiben macht,
dass man sich schon intensiv genug in die Problemstellung hineingefuchst hat und der Verstand Zeit hatte, kreative Ideen zu gebären, zu entwickeln. Unser Kopf, unser Verstand liefert kreative Ideen nicht auf Kommando, sondern die entwickeln sich, wenn man ihn mit Stoff füttert. Quellen studieren, Internet lesen, Bücher lesen, Magazine lesen, Studien lesen. Das ist die Devise. Und dann kann man die Fragen klären. Wie eigenständig aufbauend auf der Quellenarbeit ist hier der Eigenanteil für die Arbeit? Also komplett abschreiben kann man die These ja nicht. Eigenarbeit ist notwendig. Da stellt sich die Frage, ist der Eigenanteil und die Ableitung eigener Erkenntnis ausreichend? Ist das logisch begründet? Wie sieht es aus mit der Diskussion unterschiedlicher Perspektiven? Werden die überhaupt diskutiert und angedacht? Oder hat der, die Schreiberin, Scheuklappen und sieht nur eine Perspektive? Das wäre keine Wiedergabe der komplexen Verhältnisse einer realen, existierenden Welt. Das ist in der Regel nicht zu erwarten, dass es nur eine Perspektive gibt. Wir sehen also, die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist nicht einfach. Die Bewertung macht tatsächlich Arbeit. Drittens stellt sich ja noch die Frage, wie sieht der Abgleich der abgeleiteten Ergebnisse mit der Problemstellung und den Zielen in der Arbeit aus? Unschwer zu erkennen. Die eigentliche Bearbeitung des Themas ist der spannendste Thesisteil. Gut, wenn man ausreichend Zeit dafür gehabt hat. Carpe diem, lautet die Devise. Ich wünsche eine spannende und erkenntnisreiche Zeit. Bis zu den nächsten Folgen. Ich verbleibe, Ihr Anton Illig. Machen Sie es gut. Ciao.